Ja. Hallo und herzlich willkommen zu Let's Love Flash Show. Alter. Was? Ich glaube, ich habe Skype zu laut, aber das ist egal. Ja, willkommen zu einem Let's Show. Der geht weg. Und zwar nicht mit dem Dixas, mal ausnahmsweise. Oder auch mal mit dem Jan. Sondern mit einem anderen Typi da. Pack nicht deinen Ey, Ofen. willst du, dass ich die Schaufel raushole? Du willst nicht, dass ich die Schaufel raushole. Dein Helm ist kaputt. Du Saftsack. Jetzt zieh ich dir erstmal mit der Schaufel über, ey. Komm, komm her. Ich dachte, du wolltest den Leuten was zeigen. Ja, wollte ich auch. So ein Let's Mach mal. Battle. So. Und zwar haben wir wieder neu angefangen. In etwas kürzester Zeit haben wir. Ich gucke jetzt gar nicht zum Haus, ich gucke erstmal hier zum. Haben wir das hier gebaut? Ein Mülleimer. Also, wir sind sehr stolz drauf. Das Hat lange gedauert. muss der dekadenteste Mülleimer der Welt sein, oder? Ich Ja. glaube, da wird die Queen neidisch drauf. Müll. Kann man nicht die Scheine schmeißen? Hä? Ich dachte, wir Nix. spielen Dixas rein. Ja, das können wir auch machen, das ist nicht das Problem. Ich glaube, da sind die Zuschauer auch irgendwie ein bisschen happy, wenn der Thomas stirbt. Ja, ich habe bei der letzten Together-Folge schon schön verfolgt, wie du jeden Tag gekämpft hast. Ich hatte Spaß. Gut, dann gucken wir mal unser Haus an. So. Das ist unser Ferienhaus. Da hinten ist das Portal, das interessiert ja eigentlich keine Sau mit dem Nether, weil da haben wir nicht. Nether! Ist ja gut, ey. Du liest es heute echt drauf an, mich jetzt. Du denkst, die Welt guckt dir zu. Jetzt muss ich mir alles gefallen lassen. Ich lege mich lieber nicht mit dir an, mein Helm ist schon kaputt. So, kommen wir als erstes mal zu den zur Wand. Alter, die Tiger gehen mir so auf den Sack, ey. Ich habe extra schon einen Sound runtergedreht, weil ich ertrage echt die Kühe und die Schafe nicht mehr. Es geht überhaupt nicht. So, ich hoffe, der Sound ist so angemessen. Wir haben die Wände aus Sandstein gemacht, die waren vorher aus Holz. Und da das dann nicht alles so aus Holz ist, haben wir es mit Sandstein gemacht. Also ich finde, das sieht echt cool aus. Obwohl mit dem Texturenpack, dass das so noch diese ägyptischen Hieroglyphen hat, sieht auf der einen Seite doof aus und auf der anderen Seite wieder cool. Alter Stefan, Hä? wenn's dir nicht gefällt, du bist dumm. Weißt du, wann du dumm bist? Wenn du im Wasser stehst. Ja, selber drin gestanden, ey. So, aber die Betten. Ey, wir müssen hier mal was Produktives machen, naja. So, unsere Betten. Er hat sich noch ein paar Blümchen reingestellt. So ein kleiner Schufkel. Ich hab's halt gerne nett. Naja, bei mir ist rustikal alles leer. Die Hunde mussten wir schon killen, weil die uns gegenseitig angeknurrt haben. Ja, wir hatten eigentlich uns beide jeder so drei Hunde geholt, aber da wir beide uns immer gegenseitig gerne mal einen Prügeln. schoffeln, ja. Hör auf, dich zu schoffeln, sonst hack ich dich. deswegen waren die Tiere so aggro gegen den jeweils anderen. Dass wir sie killen mussten, weil das Geknurre ging so auf den Sack. Ich drehe mich auf die linke Seite, gehen mir die Tiere nicht auf den Sack. So, und so, hier ist ein Kamin. Ja, ey. Ich sammle sicherlich die nächste Zeit keinen Ton mehr. Wir haben den ganzen Fluss leer gemacht, glaube ich, der hier Fluss, du war. meinst wohl eher die ganze Welt, ey. So, und hier überall Kuchen. Mit episch Bänken. Ja, den Kuchen, den ich nicht essen darf. Ich kriege ihm auf die Finger gehauen, wenn ich mal ein Stück esse. Du kannst ruhig den Kuchen essen. So, hier haben wir, bevor es hochgeht, in der Küche, allgemein eine größere Küche mit Kochbüchern, sag ich mal. Ein bisschen Fantasie muss man ja schon haben. Und vor allem der Kühlschrank. Der ist so awesome. Ich hol mir mal ein Steak. Ja, ich glaube, ich könnte auch was gebrauchen. Ah, lecker. Da ist auch übrigens jetzt noch was Gebratenes drin. Schweinefleisch, das ist halt auch vier. Und hier unsere Öfen, da ist noch Silber drin, Eisen. Auch wenn das gebraten ist, ich möchte eigentlich nicht wissen, wie das Fleisch ist da jetzt schon so lange drin. Das ist gekühlt. Das ist eine. Ah, hier, Deswegen dampft es so schön. Bahrsteinziegel. Bah, Du geh weg damit. hast es wieder eingesammelt, du Noob. So. So, hier haben wir dann unsere. Oh, da sind auch Heiltränke drin.
und hier unsere Kiste mit, hey, wir kommen gerade von Mine und, oder was weiß ich, rin. Und dann sortiere ich meistens dann einfach weg nach einer Zeit. Kommen wir mal zum Dachboden. Wir haben nicht ein zweistöckiges Haus, sondern einfach nur einstöckig mit Dachboden. Mit Dachhoden. Werft die Potion auf den Boden. Ja, Der und hier Dachboden. die Erdekiste ist ein bisschen voll. Und dann habe ich noch eine zweite gemacht. Zu viel Erde. Verdammte Kacke. Wobei die ist. Ups. Die ist nicht mehr so voll. Die war mal voller. Die war komplett voll, genauso wie die andere Erdekiste. So, Wir hier hatten haben wir. zwischenzeitlich mal Erde in den Mülleimer geworfen. Deswegen haben wir den ja eigentlich gebaut, den Mülleimer, Hier haben wir wegen noch der ein paar ganzen verdammten Feuersteine. Erde. Hier haben wir noch ein bisschen Sand und Glas. Er kann die Kisten einfach mal zeigen. Holz, Stein, wertvolle Zeug. Ey, 14 Enderperlen, wie geil ist das denn? Noch ein anderes Sachen. Und boah, haben wir Seile, leck mich ab. Ey, sag mal, wie viel Zeug haben wir denn? Ich guck da nie hin, ich pack das einfach nur rennen. Und hier Mache ist. ich auch. Da Da ist ist er. noch übrigens ein Helm drin, ne? Den kannst du. Warte, ich verzauber ihn dir sogar. Nee, gib mir mal. Ich mach das lieber selber. Wenn du das machst, da kommt eine Scheiße bei raus. Ja, scheiße, mache ich's ja auch. So, gucken wir mal. Hier, live verzaubern im Let's Show. Guck mal, kriegst Schutz 2, du Kackbuhn. So, und da das natürlich symmetrisch aussieht von hinten, haben wir einfach auf der anderen Seite die Enderkiste hingestellt. Die funktioniert eigentlich, wenn ich hier jetzt die Kiste hinstelle und da hinten habe ich halt auf beiden Zugriff. Im Multiplayer ist es so, dass jede Kiste für jeden einzeln zählt. Das heißt, ich habe meinen eigenen Slots und er auch. Ja, also für mich ist jetzt komplett anderes Zeug drin, was ich reingepackt habe. So, unser epischer Kamin, der. Oh, ey, wenn ich Nach diese. unten hin geschlossen ist er. Ja, das. Ja, wird sonst durchlaufen. Ich mach mal eben wieder Tag. Weil fürs Let's Show muss das jetzt sein. Willst du nicht erstmal den Keller zeigen? Ach, stimmt, da fehlt ja noch was. Ah. Richtig, das ganze Tiergeschrei kommt ja irgendwo her. Das wollte ich eigentlich vermeiden. So, hier haben wir die Mine. Und das war's auch eigentlich schon. Du willst doch die Tiere zeigen. So. Die Tiere. Ey, haben die schon wieder Eier gelegt? So, gib mal Eier her. Die haben wir schon lange nicht mehr gefüttert. Ich sehe schon die Mordlust in ihren Augen. Ich gehe auch direkt wieder Die gucken raus. ganz gierig auf deine Beine. Das. Lauf. So, jetzt. Da will ich irgendwie gar nicht rein. Ich sag's mal Danke. so, wir hatten so viele Kühe, die haben sich nur noch hin und her geschoben und die Sounddatei der Kühe konnte nicht richtig gespielt werden. Es klang alles nur noch mum 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 mum. Ja, die haben nach Mumus geschrien. Und Daher auch immer. der epische Name der Farm. Und hier die scharfe Farm. Wegen dem könnte ich dich immer noch schlagen. Alter, wie viele Schafe haben wir denn? Einen ganzen Boah, Arsch voll. ich werde hier verrückt. Ich muss hier weg. Jetzt begehe ich noch Selbstmord. So, gehen wir mal zur Spezialfarm. Bambus. Den ich übrigens mal ernten kann. Aber die Musik ist ein bisschen laut. Wir müssen leiser machen. Also ich habe extra die Musik runtergedreht, aber das hilft ja nicht, wenn du aufnimmst. Ja, hier haben wir die Hodenfarm. Warum das Hoden heißt, könnt ihr euch jetzt selber mit drei Fingern rausziehen. Und hier haben wir die Kaktusfarm. Vorsicht. Extra beschildert. Boah, schlag mich hier drin bloß nicht. Jesus. Ich Und war so jetzt kommt versucht. das, was ich am awesomesten finde, so almost awesome-like, ist das. Ich muss dich mal hier hinstellen, das sieht so cool aus. Ich stehe doch direkt neben dir. Das hat übrigens er gebaut. Ich habe nur angepflanzt, zum Teil, Großteil. Ja, wir hatten hier unten nur ausgehoben und wir wussten überhaupt nicht, was wir hier reinbauen sollen. Und dann habe ich es mal so in einer Nacht- und Nebelaktion das gebaut. Das sieht aber echt verdammt cool aus. Also Es war wirklich eine Nacht- und Nebelaktion. Ich habe es wir irgendwann nachts um ernten das zwei auch schon gebaut. gar nicht mehr. Wir haben, ich glaube, 8, nee, 8 doch, 8, 6 Getreide rum oder so. Weil das ist so film, so sieht einfach nur awesome, almost awesome aus. Schöner Seitenhieb. Ja. So, jetzt können wir noch hier rundlaufen. Richtig, weil die ganzen Ställe und Farmen sind ja verglast. Und umzäunen, das auch. Ich glaube, wir setzen die Zäune hier zwei Felder weg, dass da von Creepern vielleicht noch ein bisschen geschützter sind. Würde ich mal sagen. Und hier, oh,
Ey, guck, wie viele Eier die schon wieder gelegt haben. Ja, vor allen Dingen, du warst gerade drin. Das ist Wahnsinn. Ich hab hier 32, 45 Eier. Guck mal, wie die das ganze Gras leer fressen. Wir hatten ja auch eine Zeit lang, ich habe ja ein paar Schafe zwischenzeitlich umgehauen, weil da waren schon so viele Schafe drin, dass da eigentlich kein Gras mehr fast nachgewachsen ist. So, komm, gehen wir jetzt mal weiter. Ich wollte schon noch was. Wollte ich was wegwerfen? Ne. Ja, dich So. schmeiß ich weg. Ja, hier haben wir die Schmiede. Gut, da sind wir noch im Überlegen, weil das alles komplett aus Ziegel. Ist noch so eine Sache. Deswegen haben wir ja mit den Zäunen so ein bisschen diese Akzente gesetzt. Ja, und hier haben wir natürlich auch ein bisschen Rüstung und ein Schwert. Und hier ein paar Öfen. Mit auch überall mit Kohle drin. Zwar Holzkohle und normale Kohle. Alter. Rache für meinen Helm. Geht ja nur die ganze Rüstung drauf. Ist ja nur die Ist ja oben in nicht der so, dass Kiste wir nicht lag. genug Metall hätten, ne? Ja. So, Unsere und Minen sind sehr das. ergiebig. Und hier noch den Kamin mit. Gut, ich wusste nicht, wie ich das mit der Wolle setzen sollte, aber ich habe es dann einfach random mal gesetzt. Ich meine, Man erkennt ja, Wörtlich. was es sein soll. Ja. Und man kann sich aber sehr gut dran orientieren, haben wir festgestellt. Richtig. Wenn man So. sich mal so verloren Was aus man einer noch Mine hinzufügen muss, rausgräbt. die Brücke hast du gebaut. Ja, deswegen sieht sie auch aus im Gegensatz zum Rest. Du weißt, dass wir das zusammengebaut haben, ne? Ja, ich weiß. Deswegen ist das andere ja nur halb aus. Die haben wir, das Baumhaus, das noch im Bau ist, hat er jetzt erst angefangen. Und da fehlt halt noch ein bisschen was. Ja, wir dachten halt so einen kleinen Ausguck hier hinten. Und wir sind jetzt aber noch nicht so ganz sicher, was wir jetzt mit dem Ding anfangen sollen. Jetzt ist es da. Nee, ihr könnt auch gerne in die Kommentare schreiben, was wir noch bauen sollen, weil Ideen sehen wir gerne. Wir dachten darüber nach, vielleicht in den Bäumen so ein paar Brücken von Baum zu spannen, dass das Ja, irgendwie so eine kleine kurz gesagt, Baumhaus-Siedlung. da zeige ich mal im Creative Mode kurz, das, um einfach nur zum besser verdeutlichen. Und zwar wollten wir halt von dem Baum aus, glaube ich, zu dem hier, ne, zu dem hier eine Brücke bauen. Und dann halt seitlich ins Dach hinein, dass man halt jedes Mal halt Zugriff immer auf alles Mögliche hat. Nur kurz zur besseren Verständnis. Direkt hier in die Berghütte. Ja, das ist die Bergminenhütte, die habe ich gebaut. Die sieht eigentlich total gemütlich aus. Mit auch ausgerüstet mit Eien in der Tasche. Geht's hier runter? Da gehen wir aber jetzt nicht hin. Doch, komm, wir gehen einfach mal runter. Ja, nur mal sehen. Also, das ist auch eine sehr große Mine, die wir da haben, Das ist nicht schlimm. weil. Ja, aber wir haben ja die Mine bei uns unterm Haupthaus gebaut und haben uns so nach und nach durchgegraben und sind irgendwann hier gelandet. Ja, was auch im Anschluss vom Minenschacht hat, wie man da vorne sieht. Die Schienen hier habe ich abgebaut. Das bauen wir auch noch irgendwann alles ein bisschen zu. Guck mal, da oben steht schon wieder so ein Bombenleger, ey. Wir haben ja schon in einem anderen Teil der Mine so ein bisschen was gebaut mit. Ist sogar Alter. runtergefallen? Ja, das Skelett hat mich runtergeschossen. Ja, ich habe gerade das Skelett runtergeschossen. Ich hab's gesehen, das flog gerade elegant an mir vorbei. Da siehst du eine Aufnahme. Das sah so elegant aus. Komm her, du langen Bombenleger. Nein, nicht explodieren. Jetzt muss ich erstmal wieder hochkommen. Hallo, ich wollte ein Let's Show machen, nicht ein Let's Play. Ach ja, apropos Let's Play, ich muss wieder Minecraft aufnehmen. Ach, da ging es ja hoch. Da habe ich ja so einen eleganten Weg gebaut. Der auch total sicher ist, wo du nicht runterfallen kannst. Ja, ich glaube, das passt besser bei dir. Jetzt Maul. Hallo, Minecraft-Fan gehört dazu. Gut. An sich, ja, Nether kann man, was soll man Nether zeigen? Ja, Neta ist einfach verbunden mit euren anderen Welten, ne? Ja. Und so Nether haben wir wirklich nicht viel gemacht. Da kommt auch noch was hin. Obwohl man dazu sagen muss, wir befinden uns relativ weit weg von den restlichen Orten, die ihr so gebaut Ja, habt. das stimmt. Sogar im Neva läuft man da ganz schön weit. Und dieser Ort ist auch im Seedcode drin, aber laut Jan stimmen die Seedcodes, glaube ich, nicht mehr.
Weil der Generator jetzt irgendwie anders ist, deswegen hat das überhaupt keinen Sinn mehr, letzten Seed-Code da hinzuschreiben, die damals mal waren. Also kann man nicht so einen tollen Seed-Code einfach rausgeben wie bei unserer fantastischen Einzelspielerwelt, ne? Ja. Der war aber wirklich fantastisch. Wenn man diesen Seed-Code rausgibt, dann denkt man, boah, die müssen wir in der Jacke sich stecken, dann die weißen Männer holen euch gleich ab. So ungefähr. Ja, aber wer hätte gedacht, dass da so viele Tiere bei rauskommen bei diesem lustigen Seed-Code, Und den wir nicht verraten? ein Schneegebiet. Ja. Willst du jetzt blocken oder was? Willst du jetzt ein Block-Battle oder was? Was ist denn ein Block-Battle? Wer zuerst Ja, mit dem Blocken Block-Battle. aufhört, hat verloren, Ja, oder ich hab jetzt was? erst, ich hab den Block hingeworfen, hast verloren. So, komm, gehen wir noch Nether. Ist übrigens auch beschildert mit Nether. Nether. Ja, ist gut, ich sag halt Nether. Aber guck mal, da steckt schon so ein Schwein. Ja, ich Josh sehe und auch gerade eins. Stefans Ferienhaus. Hier, mal oben, hier ist ein Schild drin. Nein, nicht Brot wegwerfen. Hallo, das ist gesund. Vielleicht noch ein produktives Schild hin. Es geht auch nichts über Vitamin Brot. Vitamin Babybrot. So. Gut, aber an sich war es das eigentlich, ne? Ja, aber wenn ich überlege, dass wir das, naja, mal zusammengerechnet in 3 Tagen, 3, 4 Tagen gebaut haben, ne? Locker. Und dann in so einem, naja, jetzt nicht so super langen Sessions, mal einen Abend oder so. Ja, also kurz geschätzt sind es, wie viele Stunden? 20? Geschätzt. Ja, und alles selber gefunden. Also jetzt nicht ercheatet oder so, im Creative Mode Cheaten gebaut. ist scheiße. Richtig, so hat es viel mehr Spaß gemacht. Sind auch hier in einem super Gebiet gelandet mit jede Menge Rohstoffen. Allein die ganzen Wälder drumherum sind super. Hier ist direkt in der Nähe ein Sumpf. Ach ja, und falls ihr fragt, warum habt ihr so viele Erfahrungspunkte für die Verzauberung? Ja, wenn man so viel Töne, wie sich das anhört, wenn man viel Leben in den Ofen steckt, es gibt ja mittlerweile auch Erfahrungspunkte. Und wenn man dann Kühe abschlachtet, weil die rumglitschen und nerven, kriegt man Ja, halt und weil du auch ja auch ziemlich noch, viele und du bist ja auch noch Erfahrungspunkte so ein zusammen. widerlicher Ninja-Looter, weil ich pack Zeug in den Ofen und du holst ja alles mal raus und kassierst dann die Erfahrungspunkte. Was Deswegen habe ich haben wir davon? halt so Kaputte viele. Helm, ja. Nerven nicht. Ey, ich komme hier gleich mit der Schaufel hinterher. Ah! Schaufel! Geh weg. Ich verreck an dem Krempel noch. Ich weiß nicht, ob das so effektiv ist mit der Schaufel. Zieht der überhaupt was ab? Nee, sehr wenig. Dazu muss man mal sagen, warum wir das die Doom-Schaufel nennen. Willst du es jetzt wirklich demonstrieren? Ja, Demonstrier es am Victor? Baum. Warte, ich holz den Baum weg. Und du darfst dann demonstrieren, weil meine ist fast kaputt. Ja, wir haben nämlich sehr So, effektive Schaufeln dann fahr mal gebastelt. durch. Ach, durch den Baum. Ja. Dann jetzt nochmal aus der Aufnahmesicht. Ach, guck mal, die Bäume sind auch gewachsen. Die haben wir irgendwo gepflanzt. Na. Ich könnte es auch mit der Schaufel machen, aber mit der Axt hat es mehr Style. Einfach mal. Miau. Deswegen ist das die Shovel of Doom. Jetzt wisst ihr aber warum. Jetzt weißt du Bescheid. Und die hat übrigens nur Effizienz 4. Shovel of Doom. Das baust du aber wieder hin. Ich meine, Erde haben wir ja so wenig. Gut, aber im Großen und Ganzen war's das schon. Ich bin mal gespannt, wann ich das hochlade. Wahrscheinlich morgen mit Dörte. Mach das. Ich bin mal gespannt, was als erstes on ist. Dörte oder Minecraft? Ich glaube eher Dörte. Ja, aber ich freue mich drauf, wenn wir Dörte weitermachen mit besserer Tonqualität. Ja, da freue ich mich auch drauf. Bildqualität wird sich da. Ach ja, hast du mitbekommen, dass Nintendo jetzt vorgeht gegen Emulatoren-Spiele? Wenn es offensichtlich ein Emulator ist, da geht Nintendo jetzt vor. Auch bei Super Nintendo und so Ja. weiter? Gehen Au. die, wo es offensichtlich ein Emulator ist, gehen die jetzt vor. Also, das hat mir mein Arbeitskollege gesagt, aber das ist jetzt erstmal egal, weil ich habe einen Körper, also juckt's mich. Ich meine, ich habe auch noch ein Super Nintendo im Schrank stehen, also mich
berührt das jetzt nicht so wirklich, aber teilweise in die Spiele ranzukommen ist halt blöd, obwohl man relativ günstig an die ganzen Sachen auf eBay kommt. Oder auch auf Amazon, aber das ist jetzt eigentlich Nebensache. Gut, von daher sagen wir bis zum nächsten Let's Show, wenn wir was gebaut haben. Wie gesagt, schreibt in die Kommentare, was wir noch machen sollen. Und falls es nicht tut, dann kriegt er keinen Keks. So. Ihr wollt doch Kekse. Die Kekse sind super. Ich hab dich nicht geschlagen. Ich war's nicht. 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 Ich Ich schaufel dir war's den Boden und nicht. dann fühlst du weg. Geh weg, Spinne. Ich war's nicht. Oh Gott, nee, dann lauf ich dich lang. Auf. Los, geh zum Creeper. Was mache ich da eigentlich? Ich will nicht, dass unsere Ställe weggesprengt werden. Was geht denn hier jetzt ab? Ich glaube, denen hat das jetzt schon nicht gefallen. Nee, ich glaube nicht. Ich versuche die ganze Zeit, dich zu treffen, dass du nach vorne fliegst. Oh, danke. Ich hab's gerade nur noch zischen hören. Ich hab dir gerade den Creeper hinterhergeschmissen. Ich sehe es. Spielspaß und Spannung mit Creepern. Boah, ich bin fast tot. Obwohl die Creeper haben uns schon genug hier von dem Haus kaputt gemacht. Oh, Also, verdammt. wir sollten vielleicht in Sicherheit gehen. Wofür haben wir ein Haus? Oder eine Schmiede. Ja, weil in der Schmiede auch Ich so glaube, in schön. der Schmiede müssen wir noch ein paar Betten hinstellen. Richtig, es gibt nichts, was sinniger ist in einer Schmiede. Ja, natürlich kannst du aufstehen, direkt weiterarbeiten. Gut, aber bis dahin hoffe ich, hat es euch gefallen und tschüss, Bis. Penis, irgendwas, tschüss.